Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Episode Divinity Original Sin 2. Wir haben eine Bruchlandung in Arx begangen und das ist der Zunderschwamm, nehmen wir mit. Und wir haben schon gesehen, was auf uns wartet, nämlich ein riesengroßer Kraken. Es wird gespeichert. Der Hafen. Very bad has happened in the harbor. Travel, they say. See all the wonders of the world, they say. Die gehen da jetzt runter. Füttern. Sie sind gut, sie sind gute. Wären da jetzt im Kampf. Wow. Geil. Ey, diese... Was ist jetzt los? Was? Ich hab mir gedacht, das hat's gut. Warum ruckelt denn das da jetzt so? Warum ruckelt mein Spiel so? Ich check's gerade nicht, das nervt extrem. Ich hab mir gedacht, das sind gut. Abgründiger Lernräuber. Diese Zwischensequenzen sind echt cool, also sie gefallen mir wirklich gut, was sie da gemacht haben. Ja, passt. Oh, da ist ja auch noch wer. Lindernde Kälte. Aber was ist es da mit diesem Kraken? Der taucht anscheinend nur ab und zu auf, so wie es scheint. Ja, gut. Huah! Geil. Kann ich nur mal? Na. Yes! Sehr gut. Oh, da oben liegt was. Schriftrolle der Regeneration. Pack mich mal da her. Schaut, ob ich vielleicht erwische von da her oben bin. Nö. Nö. Sehr gut, okay. Vielleicht bin ich am... So ein Feuerboy oder so, auch nix. Na gut, dann bleib ich einfach nicht stehen. Da haben wir untersuchen. Auf Feuer. Ah gut, Feuer. Du willst Feuer? Das kannst du haben. Vielleicht sollte ich da mal rausgehen. Na, da bist du ja noch eher am Nacken. Kalt immer. Kommt der jetzt auf einmal her? Er ist dann schon viel. Die haben alle gegen die... Hey, wären die früher runtergegangen, würden da die Paladine vielleicht nur leben? Das kann natürlich sein. Das würde ich jetzt echt scheiße finden, wenn es so wäre. Aber naja, ist jetzt auch schon zu spät. Okay. Ich kann mich jetzt eigentlich kaum bewegen, weil
Überall, wo ich hingehe, kriege ich einen Gelegenheitsangriff ab. Ich gehe auf die Arme da. Drücke auf Arm. Nein, ich glaube nicht so gut, wenn ich mich so weit. Sehr gut. Aha, magischer Panzer. Ich würde mich gern da reinstellen und dann den Allrounder machen. Der Wirbelwind. Zwei Aktionspunkte. Passt doch. Oh shit, der hat. Hä? Oh Mist, ich bin eingefroren. Na gut, ich hab das Risiko, wenn er durchlatscht. Charaktere. Was los? Warum denn? Gereizt, okay. Ja, los. Super gescheit von dir. Ich will die Fläche da segnen. Geht das so? Es ist normales Feuer, okay. Oh ja, ich ecke ganz gut, wenn die da drinnen. Weil die sind ja gegen Feuer da allergisch. Wo will er überhaupt hin? Machen wir halt nur eine Zündung, warum nicht? Und dann gehen wir da noch raus. Dass wir nicht mehr im Feuer drinnen stehen haben. Gut. Jetzt muss ich nicht mehr regnen lassen, ist auch okay. Da wieder so ein Nekrofeuer. Wer ist dran? Das ist Bill. Ja, komm. Doof, hä? Säure. Ah, shit. Oh, was? Die Mantis?
Okay, nimm einfach einen Trank. So, ich stirb 14, so ich tränke. Nimm aber. Warum bin ich jetzt tot? Habe ich den Trank jetzt verbraucht? Ich hoffe nicht. Okay, das Ganze läuft sowieso nicht irgendwie so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich schaffe es schon. Kann ich. Nicht genügend AP. Stirb. Hui! Wow, geil. Sehr viel Schaden gemacht. Der ist tot. Ist der da oben eigentlich? Und der ist ja, glaube ich, wieder runtergesprungen oder so, ne? Lasst mal's da mal kurz regnen, würde ich sagen. Das war ein harter Kampf, meine Lieben. Dumme Speichern. Okay. Die haben alle so schwarze Diamanten dabei. Man hört da nur immer so Schreie und so, aber ich muss da jetzt erst einmal looten. Ein Beutel? Ah ja. Oh, schön. Die Schriftrolle nehmen wir mit. Mal wieder ein schönes Büchlein. Da oben war ja noch gar nicht, oder? Eine tote Echse. Ein Buch? Okay, schauen wir gleich einmal. Was ist denn das? Achso, ich bin schon vorbei. Schau mal, kann man da was Neues gelernt? Nö. Militärkunde 1, Attribute eines Schwertmeisters. Naja, gut, das wird jetzt nichts. Okay. Nichts Geschichtliches beitragen, würde ich gerade sagen. Rand 18, da haben wir ganz viele Kisten. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel jetzt schon langsam gerade dem Ende zugeht. Aber jetzt müssen wir. Ich darf da jetzt nicht zu viel umherlaufen, sonst vergiss ich den Kraken. Die müssen wir. Mit dem ist er sicher irgendwas mit dem Kraken. Da liegt das Buch. Deswegen gehen wir jetzt mal sicher nur kämpfen. Der Pfad und die Pilgerreise. Nur die Frommsten werden sich auf diese Expedition begeben und nicht alle werden sie überleben. Doch wer in die großartige Stadt Arx reisen möchte, um den göttlichen Lucen zu feiern, dem sage ich die sicherste Route. Von der Küste des Schnitters zu Fuß vom Fischerdorf Treibholz durch Paradieshügel und über die Berge. Segelt nicht direkt zur Stadt, der Hafen ist zu überlaufen. Naja, überlaufen und von einem Kraken verschlungen. So. Schauen wir da noch kurz. Da oben ist so Ding. Kann ich gleich da reinporten, muss ich da mal schauen. Von da sind wir Kämmer.
Dann schauen wir noch dort kurz drauf. Gibt's da? Ach, schaut, es ist eine Leiter. Können wir runter. Oh, Feuer! Und Leiter. Okay. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Schnell, Luti, Luti, Luti! Ah, Glückswund, sehr gut. Ist eigentlich echt gut gemacht mit der magischen Rüstung da. Das gefällt mir. Alles sind noch Kisten. Die kann ich doch auch looten. Sehr gut. Es ist nur eine Frage der Zeit, glaube ich, bis der Kraken wieder erscheint. Achso, ich komme da gar nicht runter. Achso. Okay. Oh, schaut mal, das ist eine Truhe. Wie können wir den nur übersehen? Da könnte man theoretisch auch... So. Aha. Okay. Jetzt nochmal speichern. Ja, wir sollten uns erst da oben umschauen, oder? Hä? Da waren wir... Da waren wir doch schon. Oh, eine verschlossene Truhe. Stadtführer von Arz. Aber die Sibylle wird das sicher knacken können. Drum. Beete des Todes kann man gut verkaufen. Und da dann mal schaufeln. Oh! Spielzeugschwert, Schlafsack. Aha. Hä? Für 3 Gold zum Verkaufen. Naja. So gut, wie man die Leute so schreien hört und ich einfach mal gemütlich looten. Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen, Leute. Nur nicht aus der Ruhe bringen. Okay, aber da waren wir jetzt schon, ne? Die haben wir gelootet, ja. Okay. Ein Honigtopf und ein Honigtopf, okay. Dann noch gesehen am Beutel. Boah, verdammt viel zum Looten. Jetzt wird es mir aber auch schon so anstrengend, ich sag's euch.
Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Man weiß halt echt nie, ob dann irgendwas Brauchbares dann noch drinnen ist in die Kisten, ne? Weil oft hat man halt so einen Glücksfund und da sind teilweise wirklich gute Waffen dabei, was man finden kann. That ship, it's the Lord Dread. Or what's left of the Lord Dread. Schreckensfürstin, das war doch, also ist das Schiff von der Dallis, oder? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Kostbarer Schlüssel. Okay. Gut, wenn da jetzt ein hochgeht, da war ich ja noch nicht. Hey, warum war ich da noch nicht? Ja, kommt's nie her, Leute. Okay, jetzt wo geht's da jetzt eigentlich weiter? Ich kann da noch hoch, da ist eine Truhe. Sicher der Schlüssel für die Truhe. Da drüben waren wir schon. Ach, vielleicht können wir mit dem Schiff reden, ne? Ja. Die Truhe. Okay, guter Brief, verloren Girt. Okay, geht's mal kurz ins Sichere, um den Brief zu lesen. An alle weißen Magister an Bord der Schreckensfürstin, Dallis und Fredermann sind auf dem Weg zu Lucians Krypta unterhalb der Kathedrale von Arx und wünschen, dass ihr euch unverzüglich zu ihnen gesellt. Dallis hat eine Zugangsmöglichkeit erschlossen und wird dort den großen Plan des göttlichen Ordens enthüllen. Dies sind eure Befehle. Nichtbefolgung wird als Verrat am Gesetz Luciens eingestuft. Raymond. Der Hammer fällt. Aus dem Brief an Bord der Schreckensfürstin erfuhren wir, dass Dallis Luciens Krypta unterhalb der Kathedrale von Arx öffnen will. Wenn wir darauf hoffen wollen, sie aufzuhalten, dann müssen wir es ihr gleich tun. Sie ist nach wie vor im Besitz des Aetheren, so wie der Kräfte, die sie gestohlen hat. The figurehead takes the form of a sea dragon. At sea it danced on the waves. Now it seems to bow down, as if resigned to its own fiery death. In genau untersuchen. The wood seems almost alive, not carved by a blade, but formed. Hand auf sein Rückgrat legen. The ship groans and trembles as the sea dragon wakes. No more shall I dance on the ocean. The end is almost here. Was ist geschehen? I carried the old ones. Vreedman, older than I, and Dallis, older than even the sea. I carried their army. Soldiers with no souls. And the void followed them here. Our last port of call. No longer shall I dance on the ocean. The end is almost here. Du bist verwirrt. Dallis und Fredermann sind nicht alt. Fragen, was Dallis und Fredermann zugestoßen ist, als der Kraken angegriffen hat.
fragen, ob er Schmerzen hat. With the old ones, I danced on the ocean. Breedman made me strong, but his magic was dark. His magic was old. My strength ebbs away. My heart sinks. The end is almost here. Fragen, was Dallis und Fredemann zugestoßen ist. They disembarked in the night when we first arrived. When the monster attacked, they were long gone. Okay. Dallis und Fredemann sind doch nicht alt. Once I was young. I danced on the ocean year upon year. As I aged, my timbers were replaced one by one, over and over. I am old now, but they are older. Soon I shall reach the seabed. No more shall I dance on the ocean. The end is almost here. Voll arm. Oh. Die Schreckenswürstin hat uns gesagt, dass sie Dallis und Fredemann zusammen mit ihren Soldaten ohne Seelen nach Arx gebracht hat. Seltsamerweise behauptet das Schiff auch noch, dass sowohl Dallis als auch Fredemann älter als das Schiff seien, obwohl es vor einer aktuellen Form ein Baum der Ahnen und ein Elf war. Das muss ich wohl irren? Fragezeichen. Okay. Komisch, dass ich gegen den Kraken nicht kämpfen muss. Das finde ich echt ein wenig. Oh, da unten ist noch wer. Das finde ich echt ein bisschen komisch. Gut. Dann. Hä, da war ich doch schon, oder nicht? Hab ich die nicht gelootet da? Aber da waren wir dann schon, oder? Ja, da waren wir. Okay. Ich würde da nochmal speichern. Es wird gespeichert. Okay, schauen wir auf die Karte. Da ist der Hafen. Das Schiff, da mal das gelootet. Von da kämen wir. Jo, dann gehen wir halt dann einfach da so. Nee, eben nicht. Das war jetzt mal so. Da raus, oder? Ja, genau. Das war jetzt aber schon ganz cool mit dem Kraken. Drüben ist eine Leiche. Aufgeblähte Leiche. Wie denn da rüber? Mit der Schaß da drinnen. Ah, warte mal. Ich habe da so einen Zauber da.
transportiert Gegenstände, die sich aufheben lassen vom Zielbereich in dein... Achso, in mein Inventar. Na, das brauche ich nicht. Das da. Aber süß, der ist ja eh schon tot. Knochen. Kann ich Sibyl nicht auch die Knochen irgendwie da verzehren? Knochen, physische Rüstung plus 11. Okay, klar, wie lasst es. Okay, wir haben da eine aufgeblähte Leiche entdeckt. Das ist sehr interessant. Und ich glaube, es ist Zeit für eine Folgenpause. Was schaut jetzt denn wieder noch? Oh, hey, warte mal, da ist ja nur wer. Folgen schon ganz gut, dass wir da die Leichen aus dem Wasser fischen. Braun leicht gemacht. Okay, gutes Lehrbuch. Okay, lauter Bücher zum Lernen sind da. Knochenstaub. Schaut irgendwie so auffällig aus. Komisch. Ah, Schüdel. North Harbor, South Arx. Süden Arx. Süden. Im Süden? Arx ist doch da oben, haben wir gedacht, oder nicht? Na gut, Leute. In der nächsten Episode werden wir sicher Arx erreichen. Und mal schauen. Nicht in Sicht. Wie ist es jetzt? Ey, komm schon, es muss doch gehen. Aber jetzt. Nix drinnen. Ah, geil, okay. Sind lauter so Karawanen und so. Ist sicher von den Leuten, was da hergepilgert sind. Alles vergiftet. Stadtführer von Arx nehmen wir mit. Ich kann das Teil nicht looten. Komm schon. Hey, hey! Lerner wachte. Pilger. Wo laufen wir jetzt hin? Naja, Leil, dann lauft sie in den Hafen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, genau, was tut sie eigentlich jetzt? Ach, jetzt sind sie weg. Da war jetzt noch einer zum Looten, aber ich gehe da jetzt nicht mehr hoch. Na Leute, ich mache jetzt eine Folgenpause. Und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao.